So, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Workshop. Diesmal nicht aus dem Lab, sondern aus der Fashion School Wildau. Ich bin Jakob, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Heute ist Anke in der Hauptrolle. Und wir werden heute schauen, wie man da ein paar coole Sachen näht. Aber da erklärt alles Anke. Und damit möchte ich jetzt das Wort an Sie übergeben. Anke, kannst du etwas kurz zu dir und zu der Fashion School sagen? Hallo, ich freue mich erstmal sehr, dass wir heute hier einen Workshop starten. Die Fashion School gibt es seit 10 Jahren. Ich gebe hier Kurse für Kinder und Erwachsene. Und die Philosophie der Fashion School ist, dass wir etwas sehr Kreatives, Wunderbares herstellen, was ein Ausdruck dessen ist, was wir sind und wer wir sind. Und das ist sofort darstellbar. Also du siehst sofort, was du gemacht hast. Und ich freue mich immer, dass viele kreative Menschen hier sind und ich bin eigentlich nur der Impulsgeber. Was hier entsteht, ist das, was die Leute selbst tun. Und das ist wirklich ganz wunderbar zu sehen. Wie gesagt, seit 10 Jahren gibt es die Fashion School und die Kooperation mit der Technischen Hochschule gibt es in etwa auch schon so lange. Das ist auch sehr kreativ und fühlt sich ganz großartig an, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir alle ja, im Lockdown sind und wenig Außenwirkung haben. Das ist besonders wichtig, dass wir eben diese Kurse online anbieten. Das machen wir heute. Finde ich Und auch gut. wir haben uns als Kreative im Umkreis zusammengeschlossen. Das bin ich, die Fashion School. Dann ist es das Lönneberger in Zeuthen. Die geben wunderbare kreative Kurse und Fräulein Mizi, die ganz tolle Nähsets anbietet. Und das ist einfach wichtig, dass sich die Kreativen zusammentun, um wirklich breit aufgestellt darzustellen, dass es uns gibt. Vor einigen Wochen habt ihr ja mit Jakob diesen Stickkurs gemacht oder den Stickworkshop und habt das tolle Logo vom WinLab gestickt. So könnt ihr natürlich viele Sachen umsetzen und eure eigenen Ideen und Möglichkeiten einbringen. Und heute wollen wir euch zeigen, wie ihr diese Dinge nachhaltig weiterverwendet und wir wollen daraus etwas nähen. Hallo, ich bin Daniela von Fräulein Misi und ich entwerfe Materialsets und Nähsets zum Nähen für zu Hause, sodass auch jeder, der erst anfängt, ganz einfach mit dem Nähen beginnen kann. Ich habe eine Kooperation mit Anke von der Fashion School Wildau und erkläre euch heute, welche Projekte wir nähen wollen. Zum einen werden wir aus einer alten Jeans, weil Upcycling ist ein ganz großes Thema für uns, eine kleine Federtasche nähen. Die wird nachher so aussehen. Da werden wir die Stickerei hier vorne integrieren und als zweites Projekt nähen wir eine Kosmetiktasche, auch aus recyceltem Material, einem alten Geschirrhandtuch. Und auch da geht es darum, eure bereits gestickten Projekte in diese Tasche zu integrieren. Was wir dazu brauchen, haben wir alles hier auf dem Tisch liegen. Die Basics sind Schere, Stift, Geodreieck, Maßband, Nadeln, Stoff, Reißverschluss, und natürlich eure Stickerei. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir beginnen jetzt mit dem Zuschnitt. Wir haben also eine alte Jeans genommen, schneiden aus dieser Jeans ein Quadrat aus, das 35 x 35 cm groß ist. Wir möchten gerne diese Federtasche nähen und wir möchten, dass dieses euer Logo hier drin ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir das so ein bisschen kreativ gestalten, dass es so ein bisschen so ein Urban Style hat, dass es da drunter erscheint und dann so ein bisschen ausfransen wird. Das bedeutet, wir nehmen uns dieses Quadrat, halbieren es und von diesem halben Teil müssen wir die Mitte bilden. Das haben wir hier schon angezeichnet. Das macht sich am besten mit einem Geodreieck und einer Kreide, weil wir müssen es darunter legen. Das ist wichtig. Ja, das heißt, ich habe mir das auf der Rückseite natürlich auch markiert, um das Logo dort aufzubringen. Und das Logo bringe ich so auf, dass ich die gute Seite des Gestickten auf die linke Stoffseite der Tasche lege. Das lege ich so rauf, dass es hier genau mittig drauf liegt, damit es nachher schön in diesem Oval zu sehen ist. Dann stecke ich mir das fest, damit es darunter nicht verrutschen kann. Und da stecke ich die Nadeln recht weit weg, damit ich beim Aufzeichnen nicht, dass mich die Nadeln nicht stören.
Ich kann immer nur sagen, gutes Material ist wirklich wichtig. Gute Nadeln, eine gute Schere. Wenn du gut ausgerüstet bist, dann näht sich alles viel einfacher. Jetzt möchte ich hier im Prinzip, dass dieses Logo unter einem Oval erscheint. Jetzt könnte ich mir das Logo ausmessen und mir überlegen, dass es genau dort so aussieht, dass man das gut sieht. Und ich habe mir eine Schablone vorbereitet, die sozusagen genau die Größe des Logos hat. Und die zeichne ich auf den Stoff auf. Mit Kreide wieder, damit ich das nachher schön ausklopfen kann. Und die Kreidemarkierung ist sozusagen meine Markierung für die Naht. So sieht das dann aus. Und hier drunter kann man fühlen, ist dann das Logo. Jetzt würde ich das nähen. Und es gibt verschiedene Varianten, das zu nähen. Man könnte das jetzt mit Zickzack umnähen, damit der Rand nicht ausfranst. Ich habe mich entschieden, das ganz wackelig zu nähen, weil ich mag das, wenn das so eine Dynamik kriegt und nicht so ganz klar ist. Dann würde ich das jetzt nähen. Wir haben heute uns einen neonfarbenen Faden ausgesucht, weil wir das zu den Jeans besonders schön finden und weil es auch nochmal die Farben der Stickerei unterstreicht. Ich nähe mit einem Geradstich, der groß eingestellt ist, 4 mm ist die Stichlänge und ich würde gerne wackelig nähen. Das heißt, ich nähe mit einem Geradstich auf der Linie lang und dann noch das zwei, dreimal, ohne die gleiche Linie noch einmal zu treffen. Das sieht einfach schön aus, weil es so eine gewisse Dynamik bekommt. Das nennt man wackelig nähen. Näht schön langsam, damit ihr schön um die Rundung kommt. Und jetzt mache ich ganz bewusst, dass ich sozusagen diese Naht nicht treffe. So, jetzt nähe ich noch ein drittes Mal. Und das kannst du so oft machen, wie es dir gefällt. Jetzt haben wir die ganz vielen Runden wackelig genäht. Wie viel ihr davon rundherum näht, das ist ganz euch überlassen, wie ihr das schön findet. Und ihr seht jetzt, von hinten ist das Logo einmal wackelig umnäht und liegt mittig. Jetzt kommt der spannende Teil. Damit wir das Logo natürlich nicht kaputt schneiden, zieht ihr die beiden Lagen auseinander, löst sie ein bisschen und schneidet dann ganz vorsichtig mit der Schere hinein. Wenn das Loch da ist, dann schneiden wir entlang der Naht ganz vorsichtig das Oval aus. Auch immer schön darauf achten, dass ihr unten nicht durchstecht und euer eingenähtes Logo aus Versehen anschneidet. Lasst ein paar Zentimeter zur Naht überstehen. Wie viel, das ist ganz euch überlassen. Und wenn ihr dann einmal rundherum geschnitten habt, dann könnt ihr sozusagen mit den Fingern oder einer Nadel ein bisschen an dem Stoff zuppeln und dann entsteht dieses ausgefranste. So, das dauert jetzt ein bisschen, aber wir zeigen euch dann nachher, wie es aussieht, wenn man einmal ganz in Ruhe alles zurechtgezupft hat. Wenn wir dann alles ausgeschnitten haben und auch so richtig schön ausgefranst haben, dass es so richtig used aussieht, dann müssen wir das Teil natürlich noch einmal umdrehen und von hinten die überstehenden Stoff von der Stickerei auch noch einmal wegschneiden. Und je sauberer ihr das nachher natürlich macht, umso weniger franzt es dann auch aus. Also wenn ihr so einen halben Zentimeter an der Stickerei entlang schneidet, dann reicht das vollkommen aus. So, und dann können wir zum nächsten Schritt übergehen.
Man sieht jetzt hier schon ganz deutlich das Ergebnis dessen, was wir gemacht haben. Und da zeichnet sich natürlich auch wieder Kooperation aus, ne? Diese schöne Stickerei, die ihr bereits im Lab gemacht habt mit Jakub, sieht man hier ganz deutlich. Und das finde ich ist super schön geworden. Wir bringen jetzt einen Reißverschluss ein. Das heißt, normalerweise nehmen wir einen Reißverschluss, der genauso lang ist. Wir haben jetzt hier einen, der ein bisschen länger ist. Das ist aber nicht so schlimm, das können wir genauso verwenden. Dieser Reißverschluss wird mit der guten Seite, die gute Seite ist in dem Fall die Seite, wo dieser Zipper dran ist, mit der guten Seite auf die gute Seite des Stoffes gelegt. In dem Fall sieht es so aus, als wäre es verkehrt herum. Wir stecken jetzt den Reißverschluss an diese Kante an, wobei wir darauf achten, dass wir die Kante, dass wir nicht ganz Schnittkante an Schnittkante gehen, sondern dass wir die Kante ein bisschen verstecken, weil wir die nachher nicht sehen wollen, weil wir bei dieser Federtasche kein Futter haben. Ich stecke jetzt das Reißverschlussband an die Tasche an und achte darauf, dass das Näh gut zu mir liegt. Die Naht, die stecken wir von mir weg und die Köpfe der Nadeln nach rechts. Das hat den Hintergrund, dass wir es nachher, wenn wir es in die Maschine legen, dass wir die Nadeln besser herausziehen können. Das stecke ich jetzt so fest. Da mache ich mir so 4, 5 Nadeln. Das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, wie viel das sind, so dass es gut hält. Dann mache ich den Reißverschluss auf und mache das auf der anderen Seite genauso. Dabei muss ich darauf achten, dass ich hier, wo ich hier angefangen habe, auch hier anfange. Dann drehe ich es mir wieder um, damit ich wieder gut stecken kann. Und stecke wieder das Band an die Schnittkante, sodass die Schnittkante so ein bisschen verschwindet dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Es wäre jetzt so, wenn ich so stecken würde, würde ich den Stoff dahinter sehen und ich stecke es jetzt so, dass ich so ein bisschen verstecke, dass ich die Nahtkante nicht sehe. Das mache ich auch wieder bis zum Ende des Bandes. Das übt die Feinmotorik. So, und jetzt können wir es annehmen. Um den Reißverschluss anzunähen, müssen wir diesen Steppfuß auswechseln. Alle, die eine Nähmaschine zu Hause haben, haben meistens diesen kleinen Hebel hier und dann fällt dieser Steppfuß raus. Und im Zusatzmaterial ist dieser Steppfuß, das ist der Reißverschlussstepppfuß. Der hat nur so einen halben Schnabel, sodass wir wunderbar an dieser Reißverschlussraupe vorbeikommen. Den lege ich jetzt da drunter, mache den Steppfuß wieder runter und dann ist der schon eingehakt. Das geht ganz leicht. Habt ihr einen solchen Steppfuß nicht, könnt ihr auch mit dem normalen Steppfuß nähen, dann ist eure Naht ein Stück weiter in der Mitte. Das geht genauso. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ihr keinen Reißverschlussstepppfuß habt. Ich beginne, ich lege es so ein, dass die Köpfe der Nadeln zu mir schauen und dass dieser Schnabel, guck mal, eine Schere, dass der Schnabel dieses Steppfußes genau an dieser Raupe lang läuft. Dann nähe ich den Reißverschluss ganz gerade ein. Wichtig ist beim Beginn des Einnähens und beim Aufhören, dass man immer verriegelt. Dieser Reißverschluss ist tatsächlich immer einer hohen Last ausgesetzt, weil man ihn immer auf und zuzieht. Ich beginne, indem ich ihn einnähe, mit Vor- und Zurücknähen und bleibe immer mit dem Schnabel, das seht ihr hier ganz gut, mit dem Schnabel an der Raupe des Reißverschlusses. Nadel rausziehen und jetzt zeigt sich, warum wir die Köpfe nach rechts gesteckt haben, weil ich jetzt auf die Nadel zunähe und den Nadelkopf gut anfassen kann und die Nadel rausziehen kann. Das macht die Sache viel einfacher. Jetzt bin ich gleich am Ende des Reißverschlusses und da verriegel ich wieder. Das ist wirklich wichtig. Wenn ich es rausnehme, muss ich die Fäden immer gleich wegschneiden. Wenn solche Fäden in den Reißverschluss in die Raupe kommen, kann der euch relativ schnell kaputt gehen. Deswegen würde ich es immer gleich abschneiden. Mit der anderen Seite verfahre ich genauso. So, ich habe da eine Frage. Was heißt eigentlich verriegeln? Oh, das ist eine gute Frage, Jakob, weil das ist wirklich ganz wichtig. Das heißt, ich beginne zu nähen und das ist der Rückwärtsgang der Maschine. Und dann nähe ich nochmal zurück. Dann nähe ich nochmal vor und nochmal zurück. Das heißt, ich nähe mehrfach hin und her, damit die Naht gesichert ist und nicht mehr aufgehen kann. Der Reißverschluss ist nun eingenäht und wir müssen natürlich zuerst kontrollieren, funktioniert er. Wir sehen schon hier, dass es ganz schön komisch aussieht. Das passiert des Öfteren, weil der sich einfach verdreht. Da muss man dem einfach nur so einen Schubs geben. Und dann macht man ihn zu und dann sieht man nochmal so einen Kringel, dass wir ihn schließen können. Meiner Großmutter zuliebe würde ich jetzt das Bügeleisen benutzen und das hier schön bügeln. Ich weiß aber, dass die meisten von euch zu Hause das Bügeln nicht so toll finden. Aus diesem Grund würde ich jetzt vorschlagen, wir steppen das hier ab.
Da habe ich wieder eine Frage. Was bedeutet denn absteppen? Das heißt, dass wir mit der Nähmaschine, mit dem Steppfuß, mit dem normalen Steppfuß jetzt wieder hier lang gehen und hier lang nähen. Das hat den Hintergrund, dass wir diese Nahtzugabe, die sich jetzt, ihr seht es, ne, die legt sich jetzt immer so nach außen. Ich möchte aber gern, dass die innen bleibt, damit sich beim Zumachen der Zipper nicht immer in der Nahtzugabe verhängt. Möchte ich, dass die auf der Seite bleibt und deswegen nähe ich die hier fest. Absteppen heißt nichts weiter, ich nähe hier eine Naht lang. Das zeige ich euch. Ihr legt das wieder so ein. Ich habe den Steppfuß wieder ausgetauscht. Das ist der normale Steppfuß und nähe jetzt mit der Steppfußkante. Das ist diese Kante hier, diese auf der Seite, am Reißverschluss lang. Und dann habe ich immer den gleichen Abstand. Wichtig ist wieder verriegeln. Verriegeln habe ich ja vorhin schon erklärt, damit die Naht nicht aufgeht. Und nähe jetzt mit der Steppfußkante am Reißverschluss lang, damit meine Nahtzugabe immer auf dieser Seite bleibt. Am Ende verriegele ich das wieder, schneide selbstverständlich die Fäden schön ordentlich ab. Und dann ist das hier fest und kann nicht mehr rausklappen wie auf der Seite. So machen wir das auf beiden Seiten. So, damit wir diese Taschenform bekommen, die wir haben wollen, müssen wir unsere Tasche natürlich nachher von links so zusammennähen, ne, damit der Reißverschluss hier oben in der Mitte ist. Ich mache dazu den Reißverschluss wieder auf. Drehe sie nach links. Und da ich clevererweise vorher mir überlegt habe, dass die untere Mitte die Naht des Hosenbeins ist, kann ich den Reißverschluss genau auf die Hosennaht legen. Habe ich diese Naht nicht, muss ich mir hier genau die Mitte markieren und sagen, okay, das ist meine Mitte und diese Mitte kommt hier auf den Reißverschluss rauf. Selbstverständlich stecke ich mir das wieder fest, damit es nicht verrutscht. Wieder die Köpfe nach rechts, die Köpfe der Nadel nach rechts. Dann kann ich es wunderbar so in die Maschine einlegen, was ich jetzt mache. So, wir nähen jetzt die Seitennaht. Dabei habe ich mir an der Maschine eine Markierung gemacht. Und zwar habe ich mir hier im Abstand von 1 Zentimeter zur Nadel ein Tape gemacht, sodass ich weiß, wenn meine Schnittkante an dem Klebchen hier lang fährt, habe ich immer genau 1 Zentimeter Nahtzugabe. Das macht es einfacher, als wenn ich es im Prinzip immer abmessen muss. So weiß ich, wenn die Nahtzugabe an dem Klebchen lang fährt, nähe ich immer genau 1 Zentimeter. Das mache ich. Ich nähe bis zur Nadel, ziehe die Nadel wieder raus. Jetzt ist es wichtig, dass ich auf dem Reißverschluss verriegel, weil ich schneide den Reißverschluss nachher hier ab und damit er mir von hinten nicht aufgeht, muss ich jetzt wieder vor und zurück und das kann ich ruhig 2, 3 Mal machen und bis zum Ende nähen. Und wieder verriegeln, das ist klar. Ihr seht, dass es viele Vorbereitungen bedarf, um ein solches Täschchen zu kreieren, zu machen. Ihr könnt selbstverständlich auch bei Fräulein Misi wunderbare Nähpakete kaufen. Da ist alles schon drin. Ihr müsst nicht zuschneiden, ihr müsst keine Reißverschlüsse kaufen. Ihr braucht nur eine Nähmaschine und Garn. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist wunderbar. Damit die Kante hier nicht so ausfranst, hier in dem Fall wollen wir das nicht, weil wenn wir jetzt da Stifte, Zirkel, Scheren reintun, dann besteht die Chance, dass die Sachen da immer hängen bleiben. Deswegen möchte ich die Seite versäubern und zwar mit einem Zickzackstich. Jakob, du kannst mal kurz hier rumfahren und kannst mal gucken. Wir brauchen jetzt einen Zickzackstich, das ist in dem Fall B. Da stelle ich das hier auf B. Und das bedeutet, wie breit der Stich ist, also wie breit der hier rüber geht, damit er die Kante gut versäubert. Und den stelle ich auf 5 mm. Ich möchte ihn relativ dicht haben und dann muss ich hier mindestens auf 2 mm stellen, die Dichte des Stiches, damit die Kante gut umschlossen wird und nicht mehr so ausfranst. Und jetzt nähe ich direkt, wie ihr das seht, direkt an der Kante. Immer wieder auch über den Reißverschluss drüber weg. Das schaffen die Maschinen und auch die Nadeln sehr gut. Ich verriegel das auch gern wieder so ein kleines bisschen, gucke mir das an, ob mir das reicht, schneide die Fransen dann hier weg und dann ist das gut versäubert. Wir sind jetzt an dem Punkt, die Seiten sind geschlossen und mit dem Zickzackstich versäubert. Um jetzt das Volumen in die Tasche zu bringen, müssen wir die Ecken abnähen. Dazu jetzt angewandte Mathematik. Nehmt ihr entweder die Rückseite oder den Griff einer Schere, ihr könnt auch den Fingernagel nehmen und ihr zieht den Rand,
die Kante einmal kräftig nach. Und das macht ihr auf allen vier Seiten. Wer natürlich im Besitz eines Bügeleisens ist, kann das auch gerne mit dem Bügeleisen machen. Und jetzt seht ihr, haben wir uns hier so eine Kante markiert. Die hier, die brauchen wir jetzt gleich, weil jetzt falten wir, angewandte Mathematik, ein recht gleich großes, gleichschenkliges, seht ihr, mit mir und der angewandten Mathematik ist das so eine Sache, ein gleichschenkliges Dreieck. Soll heißen, diese Kante liegt genau zusammen mit dieser Naht. Und was dazu kommt, die Nahtzugabe wird vom Reißverschluss weggeklappt. Also so. So muss das jetzt aussehen. Hier ist die geknickte Kante, hier ist meine Naht und beides liegt aufeinander. Dann lege ich mir das glatt hin und nehme mir einen rechten Winkel. Und diesen rechten Winkel lege ich so an, dass die Spitze, das könnt ihr jetzt hier sehen, bei 3 cm liegt. Da stehen die 3 cm, die liegen genau hier oben an der Spitze. Die Linie liegt auf meiner Naht. Und jetzt kann ich sehen, dass die Abstände hier genau gleich sind. Hier sind 3 cm und hier sind 3 cm. Dann ziehe ich mir eine Linie und habe sozusagen, ja, das ist der Vorführeffekt. Nochmal nachziehen. Eine Markierung. Diese Markierung stecke ich mir fest mit zwei Nadeln, auch wieder die Köpfe der Nadel nach rechts und habe somit meine erste Ecke gesteckt. Nochmal kurz zusammengefasst: Nahtzugabe vom Reißverschluss weg nach unten, einen rechten Winkel stecken, 3 cm von hier oben und der Abstand ist der gleiche wie der Abstand. Das gleiche mache ich jetzt auf allen vier Ecken. Also wieder auffalten, Nahtzugabe vom Reißverschluss weg mit der Linie hinten zusammen, Dreieck drauf, 3 cm oben an die Spitze anlegen. Linie liegt mit der Naht identisch und ich prüfe, dass die Abstände hier gleich groß sind und ziehe mir zur Markierung wieder eine Linie. Nadeln mit den Köpfen nach rechts stecken. Und schon habe ich auf beiden Seiten meine Tiefe, mein Volumen der Tasche gesteckt. Das muss ich natürlich, damit sie gut füllbar ist, auch auf der anderen Seite machen. Aber ihr wisst jetzt, wie es geht. Ran ans Werk. So sieht es aus, wenn alle vier Ecken gesteckt sind. Na, nochmal ganz wichtig, die Nahtzugabe muss nach unten. Und auch hier nach unten, also vom Reißverschluss weg. Und ihr könnt prüfen, ob alle gleich sind, indem ihr sie gegenüberlegt. Und dann guckt, ob eure Linien hierin aufeinander liegen. Wenn das so ist, dann hat sie an allen Seiten die gleiche Tiefe. Und das ist ganz wichtig, damit die Tasche nachher schön gerade aussieht. Und jetzt werden die Ecken mit einem Geradstich hier rüber zusammengenäht. Und das macht die Anke jetzt. Wir nähen jetzt natürlich hier wieder genau auf der Linie. Ne, vorher haben wir an dem Klebchen lang genäht, jetzt haben wir uns ja mit dem Stift die Linie gezeichnet und auf dieser Linie nähen wir. Gut verriegeln ist immer wichtig, damit uns die Ecken, in den Ecken liegt immer alles, damit uns das nicht aufgeht. Verriegeln wir gut die Ecken. Schneiden die Fäden schön ab und so nähen wir uns jetzt durch alle vier Ecken. Immer artig auf der Linie lang. Das reicht, glaube ich, schon, wa? Ihr seht, es ist kein Hexenwerk. Und was ich euch wirklich versprechen kann, ist, Nähen macht glücklich. Weil wir gleich sehen, was wir genäht haben. Und das ist so ein schönes Gefühl, diese Sachen dann fertig umzudrehen. Das machen wir gleich.
So, ihr seht, wir haben jetzt alle Nähte genäht und was wir gebraucht haben, ist ein Stück Hosenbein, ein Reißverschluss und eure Stickerei. Und jetzt kommt der schönste Moment, weil wir drehen jetzt diese Tasche um. Und das ist wirklich, wirklich schön, weil man dann gar nicht glauben kann, wie schön das geworden ist, was man gemacht hat. Und dass es tatsächlich eine Federtasche ist, aus einer recycelten Hose und eurer kreierten Stickerei. Und ihr seht, tada, da ist sie. Und ist das nicht großartig? Die sieht doch wirklich toll aus. Jetzt noch eine Kleinigkeit für die dieser kleine Zipper etwas zu kurz geraten ist, um schneller an die Sachen zu kommen, die man braucht, machen wir hier noch ein kleines Band dran. Das haben wir spitz angeschnitten, damit wir hier durch diese kleine Öffnung kommen. Fädeln das hier rein, so da durch. Schneiden es dann nochmal ab, damit die Ecken schön sind. Schräg, damit es nicht so ausfranst. Und dann haben wir hier die Verlängerung und können es wunderbar auf und zuziehen. Ihr seht, man braucht gar nicht viel, um wirklich schöne Kleinigkeiten zu machen. Und auch von der Zeit her ist der Aufwand relativ gering. Wenn ihr es trotzdem nicht schafft, in meinem Online-Shop findet ihr natürlich viele wunderschöne Sachen, die ihr auch kaufen dürft. Zweites Projekt, weil Nähen so glücklich macht, haben wir gedacht, wir machen noch ein zweites Projekt und ehe ihr fleißig gestickt habt, müssen wir die Sachen natürlich verarbeiten. Wir würden jetzt für die Freundin, für Erbtante Gisela oder für Mutti eine Kosmetiktasche nähen und auf diese Kosmetiktasche bringen wir dieses schöne Logo außen auf. Damit wir unseren ökologischen Fußabdruck verbessern, müssen wir natürlich immer überlegen, welche recycelten Stoffe nehmen wir. In dem Fall haben wir uns überlegt, wir nehmen ein Geschirrtuch, welches natürlich gewaschen ist, und Dani ist gerade dabei, das zu holen. Dani, das Geschirrtuch, danke. So, schaut, das ist unser Geschirrtuch, das hat gute Dienste geleistet und jetzt darf es eine Kosmetiktasche werden. Wir haben uns jetzt ein Rechteck zugeschnitten, das ist 28 cm breit und 40 cm lang. Weil wir die Tasche abfüttern wollen, damit das innen schön verkleidet ist für die Erbtante Gisela, sie mag es lieber, wenn es innen richtig schön ist, haben wir noch einen Innenstoff zugeschnitten, das ist zum Beispiel eine gewaschene Bettwäsche, die wir jetzt verwenden. Wir nehmen wieder die Hälfte des Rechtecks. Und markieren uns hier wieder genau die Mitte. Hier, das habe ich nur geknickt. Das haben wir ja schon gemacht bei der anderen Tasche. Da wisst ihr, wie es geht. Wir wollen das Logo hier aufnehmen. Und um das aufnähen zu können, ohne dass es verrutscht, müssen wir auf die Rückseite ein Flisofix bringen. Das ist eine Folie. Man stelle sich vor, es funktioniert wie doppelseitiges Klebeband. Das ist eine Folie, da ist Klebstoff aufgebracht. Und das bügeln wir auf. In der Größe des Logos. Mit dem Bügeleisen wird es aufgebügelt, dann wird die Folie abgezogen. Wir bügeln das also auf. Die Papierseite liegt beim Bügeln oben. Wenn das aufgebügelt ist, können wir die Papierseite abziehen. Das geht relativ leicht. Ihr seht das hier. Ich hatte so mehrere Reststücke, deswegen ist das hier einzeln. Ansonsten zieht ihr das natürlich in einem ab. Und jetzt ist der Klebstoff des Flisofix ist jetzt hier drauf. Das wird aber erst, der klebt erst, wenn es wieder warm wird. Das heißt, würden jetzt das Logo hier ringsherum ausschneiden, indem wir ein Lineal an den Kreis legen, mit 1 cm Abstand das ausschneiden und dann bügeln wir das auf die Mitte auf. Wie euch gerade schon erklärt hat, schneiden wir jetzt sozusagen die Stickerei aus. Dazu markieren wir uns einen größeren Kreis, ungefähr 1 cm von der Stickerei entfernt, damit man am Ende mit dem Steppfuß gut drumherum nähen kann. Dafür nehme ich ein Lineal und zeichne mir sozusagen von meinem höchsten Kantenpunkt kleine Markierungen ein. Die seht ihr hier. Und dann verbinde ich die Striche alle per Hand, sodass sich ein zweiter Kreis darum ergibt. Der muss nicht perfekt sein. Verabschiedet euch davon, dass immer alles ganz gerade und ganz gleichmäßig sein muss. Es ist Handarbeit und es darf ruhig auch ein bisschen unperfekt sein. Perfektionismus gibt es in dieser Welt schon genug. So, wenn wir den Kreis fertig haben, dann schneiden wir ihn noch aus.
Und das kommt jetzt draußen auf unsere Kosmetiktasche drauf. Wir haben das jetzt aufgebügelt, das heißt, wir haben es aufgeklebt, da ja unser Klebstoff da drunter war, mit dem Bügeleisen nur ganz leicht drüber und jetzt ist es fest. Das hat den Vorteil, ich muss es nicht mehr stecken, ja, und es kann mir nicht verrutschen, weil so ein Kreis, der hat es natürlich in sich mit seinen verschiedenen Fadenläufen, dass der natürlich dann so ein bisschen verknickt. Das geht ganz einfach so. Wie ihr seht, habe ich inzwischen schon den Reißverschluss eingenäht, da wisst ihr ja schon aus der anderen Tasche, wie das geht. Jetzt nähe ich diesen Kreis auf und zwar mit einem Zickzackstich. Den habe ich hier wieder eingestellt, den Zickzackstich. Die Stichbreite sind diesmal 4 mm. Ich will das nicht ganz so breit haben, weil das Hauptanliegen ist natürlich die Stickerei und nicht mein Aufnähen des Logos. Und eine Stichbreite oder eine Stichdichte von 2 mm. Ich lege es jetzt so an, das könnt ihr vielleicht gut sehen, dass dieses Oval vom Steppfuß liegt genau an der Schnittkante von dem Kreis, sodass mein äußerer Stich immer genau hier in dieser Linie einsticht. Das ist das Ziel. Den Kreis zu nähen, da muss man schön langsam nähen, damit man den schön trifft. Ne? Ihr seht es, ich nähe immer so, dass ich genau die Kante des Kreises treffe. Das geht ganz gut, indem ich mir so eine Markierung nehme, dass ich weiß, wenn es im Oval innen lang läuft, dann treffe ich genau die Kante. Ihr könnt jetzt natürlich wählen, ihr könnt es auch mit einer anderen Farbe machen, mit der Farbe des Logos, mit der Farbe des Stoffes, so wie ihr das möchtet. Der Kreativität ist immer keine Grenze gesetzt, da könnt ihr machen, so wie ihr das gerne möchtet. Und das Schöne ist, wenn man etwas für jemanden näht, dass man, während man das näht, tatsächlich auch an denjenigen denkt. Und wenn derjenige das Geschenk bekommt, dann merkt er genau das. Das ist wirklich ganz wunderbar. So, jetzt ist es aufgenäht. Hier ist es wieder wichtig, mal wenn man eine Schere hat, dass man die Fäden gut wegschneidet. Vorne als auch hinten. Und dann sieht das so aus. Ich möchte jetzt das Innenfutter in die Tasche bringen und dazu muss ich das Innenfutter an den Reißverschluss nähen. Ich lege mir die rechte Stoffseite des Innenfutters nach oben. In dem Fall ist es egal, hier ist links wie rechts. Ansonsten wäre das die gute Stoffseite. Und lege die rechte Stoffseite mit dem Reißverschluss dazwischen hierauf. Ich sehe meine erste Naht des Reißverschlusses. Na, könnt ihr das hier sehen? Das ist meine Naht, womit ich den Reißverschluss angenäht habe. Und ich stecke mir das jetzt in der halben Nahtzugabe. Hier auf der Hälfte stecke ich mir das. Ich möchte nachher so nähen, dass ich nicht die Naht treffe, sondern daneben nähe. Damit das Innenfutter nicht so dicht am Reißverschluss ist wie der Außenstoff, damit er nicht immer einhakt, wenn man es auf und zu macht. Ich lege wieder Schnittkante an Schnittkante. Die Köpfe der Nadeln sind nach rechts, so wie wir das schon wissen. Das mache ich auf der einen als auch auf der anderen Seite. Wir nähen jetzt wieder mit dem Reißverschlussstreckfuß und die erste Naht des Reißverschlusses haben wir so genäht, dass dieser Schnabel genau an der Raupe des Reißverschlusses lang fuhr. Jetzt nehmen wir die Außenkante des Steppfußes. Das heißt, ich lege diese Kante an meine alte Naht. Hier ist die alte Naht und an der Kante nähe ich jetzt hier, dieser Steppfuß fährt an meiner Nahtlinie lang, sodass die zweite Naht neben meiner ersten ist. Hier seht ihr das gut, ne? Meine zweite Naht ist daneben. Und so nähe ich den ganzen Reißverschluss durch, dass ich immer die Steppfußkante an meiner Naht lang führe. Ich zeige euch jetzt auch gleich warum. Jetzt ist nämlich, wenn ich es umdrehe, mein Innenfutter nicht so dicht am Reißverschluss wie der Außenstoff. Der ist etwas zurückversetzt. Könnt ihr das sehen? Das heißt, wenn der Zipper hier vor und zurück geht, dann kann das Futter nicht einradeln. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Zipper immer festhakt und man nicht an die Sachen kommt, die man gerne rausnehmen möchte. Das machen wir auf beiden Seiten so. Jakob, du darfst wieder gehen. Nein, du darfst bleiben.
So, ihr seht, die Tasche sieht schon fast so aus, wie sie aussehen soll. Wir haben jetzt in dem Fall hier nicht nochmal abgesteppt, weil wir ja ein Innenfutter haben und dann würde sie, sieht sie innen natürlich schon ganz schön aus, ne? Man sieht keine Nähte mehr. Das bedeutet, wir müssen nur noch die Seitennähte schließen und unten wieder den Boden reinmachen, damit wir ein Volumen kriegen und dann ist sie schon fertig. Bevor wir sie umdrehen, öffnen wir den Reißverschluss zur Hälfte ungefähr, damit wir sie nachher gut wenden können. Wir ziehen die Tasche so auseinander, damit wir sie komplett auf der linken Seite haben. Dann, wenn wir sie so zusammennähen, haben wir innen drin keine Naht, die man sieht. Alle Nähte sind verschwunden. Hier ist der Reißverschluss schon verbunden, ne? Man sieht es ganz gut. Hier hat der Zuschnitt ein bisschen geschlumpert. Das müsste eigentlich genau aufeinander liegen, aber ihr seht, das geht auch so. Wie Dani vorhin schon sagte, man muss sich so ein bisschen von dieser Perfektion lösen, weil wir sind ja keine Maschinen. Und die Sachen, die individuell genäht werden, sind sowieso die schönsten. Ich stecke jetzt die Seitennaht vom roten, also vom Außenstoff, über den Reißverschluss hinweg, den Innenstoff entlang bis zum Ende. Das mache ich auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite, wobei ich darauf achte, dass der Reißverschluss hier wirklich übereinander liegt, alle Fäden nach draußen sind. Um die Tasche nachher wenden zu können, müssen wir hier am Innenstoff ungefähr 5 cm offen lassen, damit wir sie, das ist unsere Wendeöffnung, damit wir sie da durchziehen können. Ich stecke mir das wieder ordentlich, gucke immer, dass es schön glatt liegt und schön aufeinander. Köpfe wieder nach rechts, damit wir sie beim Nähen, damit sie uns beim Nähen nicht im Weg sind. Und jetzt nähen wir mit einem Geradstich, wieder mit 1 cm Abstand. Hier lang, verriegeln hier auf der Seite, verriegeln auch hier wieder und nähen beide Seiten gut zu. Wir beginnen wieder mit Verriegeln, bleiben an dieser Linie. Da hier der Zuschnitt nicht so ganz korrekt ist, denken wir uns die Linie an unserer Kante lang. Das ist jetzt total in Ordnung, wenn wir uns da den Zentimeter denken. Und wir nähen einfach über den Reißverschluss drüber weg. Einfach drüber weg. Verriegeln gern nochmal auf dem Reißverschluss, das schafft die Maschine und nähen bis unten durch und verriegeln dort wieder. Die andere Seite machen wir genauso, lassen aber da die Wendeöffnung. Um in diese wunderschöne Tasche natürlich noch Volumen reinzubekommen, weil Frau oder auch Mann hat ja so einiges mit sich rumzutragen, nähen wir jetzt wieder hier unten die Ecken ab. Dazu, wie am Federmäppchen vorher, entweder mit dem Bügeleisen oder hier bei der Baumwolle geht auch gut der Daumennagel. Oder wir nehmen die Rückseite von der Schere, auch das geht, sodass wir eine Markierung haben, die so eine kleine Falte hat. Ja, sehr schön. Vielleicht. Da ist sie. Könnt ihr sie sehen? Sowas brauchen wir jetzt hier, dass wir das auf beiden Seiten haben. Und dann klappen wir die Ecke wieder auf und legen diese Naht mit unserer geknickten Kante übereinander. So sieht das dann aus. So, und jetzt messen wir wieder. Zieht euch das schön glatt. Mit dem Dreieck die 3 cm ab. Und die Abstände hier und hier sollten wieder gleich sein. Unsere Linie liegt hier genau an der schon genähten Naht. Und dann ziehen wir uns mit einem Stift eine Markierung. So. Und stecken die Ecke mit Nadeln zusammen. Die Köpfe wieder nach rechts, damit sie beim Nähen nachher gut zu entfernen sind. Und so verfahren wir mit allen 4 Ecken. Also sowohl bei der Innentasche als auch bei der Außentasche steckt ihr euch jetzt diese Ecken ab. Wir haben die Tasche jetzt geschlossen an den Seiten. Hier ist die Wendeöffnung. Und jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, Ecken abzunähen, um Volumen zu machen. Oder ihr lasst sie so, wie sie ist, schneidet den Reißverschluss auf die Kante zurück. Das Stück brauchen wir nicht mehr. Und dann könnt ihr sie wenden und dann ist sie flach und ihr könnt ein Tablet, ihr könnt ein E-Reader dort hineinpacken. Es passt auch ein, würde ich sagen, A5 Notizbuch hier rein, sodass ihr nicht unbedingt die Ecken als Volumen abnehmen müsst.
So, ihr seht, es sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Kopfkissen, aber es hat vier Ecken und unsere Wendeöffnung ist hier. Ne? Das ist das, was wir offen gelassen haben. Und wir haben in der Mitte auch den Reißverschluss vorhin ein Stück offen gelassen. Wir wenden immer so, dass da diese Öffnung relativ klein ist, wenden wir immer so, dass wir die Stelle nehmen, die am weitesten weg ist. Es ist in dem Fall diese Diagonale hier. Und die nehme ich mir und schiebe sie mit dem Daumen rein. Gehe durch den Reißverschluss durch und komme mit dem Daumen aus dieser Öffnung raus. Und dann kann ich das hier wunderbar ganz vorsichtig rausziehen. Durch eine winzige Öffnung. Das ist die einzige Naht, die nachher von außen zu sehen ist. Das finde ich total schön, wenn die Sachen nachher wie aus einem Guss sind. Das kommt ineinander. Den Reißverschluss schiebt man hier schön raus. Und dann sieht man schon, wie die Tasche Form annimmt. Und das ist so schön dann zu sehen, wie die Tasche ihre Form bekommt und so das, was man sich kreativ überlegt hat, dann wirklich Gestalt annimmt. Das ist dann die fertige Tasche. Hier ist unser Boden, ne? So wie wir ihn. Und dann ist das unsere Tasche. Ich würde jetzt die innere Öffnung noch zunehmen, unsere Wendeöffnung. Und wie wir dann das hier noch verschönern, das zeigt uns dann Dani. Bei dem kleinen Federmäppchen, da haben wir hier am Ende so ein lustiges Bändchen dran gemacht, damit man sozusagen das leicht auf- und zuziehen kann. Und da wir ja immer auch mal was Neues machen wollen, zeige ich euch, wie man jetzt hier zum Beispiel ganz fix eine kleine Bommel dran zaubern kann. Für die kleine Bommel brauchen wir eigentlich nur Wolle und unsere Finger. Wir nehmen drei Finger breit und wickeln die Wolle ganz viele Male um die Finger. So, bis wir denken, so, jetzt ist es eigentlich schön dick und so könnte es bleiben. Dann schneiden wir das Ganze ab. Vorher habe ich mir natürlich noch einen Faden vorbereitet, mit dem ich das Ganze dann zusammenbinde. Dann schiebe ich das ganz langsam vorsichtig von meinen Fingern, dass es nicht verrutscht und knote das mittig. Muss man immer schön vorsichtig sein, dass es nicht auseinanderrutscht. Mittig ganz fest zusammen. Richtig gut zusammenziehen. Doppelknoten und dann hält das fest. Dann nehme ich das in die linke Hand und jetzt seht ihr, hier sind überall diese Schlaufen, die ich vorher über meine Finger gewickelt habe. Und die schneide ich mit einer Schere auseinander. So. Und jetzt sieht es natürlich, ja, wie Omas Pfiffi nach dem Hundedackelfriseur aus. So soll es natürlich nicht aus so sein. Und damit daraus eine Bommel wird, fangen wir jetzt ein, die zu frisieren. Und schneiden die ganzen überstehenden Fransen alle ab. Und je mehr wir runterschneiden, umso dichter wird unsere Bommel. So, und das schütteln wir so zwischendurch immer noch ein bisschen. Und schneiden und schneiden und schneiden und schneiden. Und wenn wir dann genug abgeschnitten haben, immer noch mal wieder schütteln zwischendurch, dann sieht das Teilchen nachher so aus. So, also haben wir hier und daran können wir sozusagen unsere Bommel dann aufhängen. Das war Variante Nummer 1. Für die zweite Variante nehmen wir eine Gabel, die eignet sich besser für dünnere Wolle. Die dickere Wolle ist für die Hände besser geeignet. Ihr zieht einen Faden durch die mittlere Zinke, damit ihr das Ganze nachher gut verknoten könnt. Und dann wickelt ihr so viel Wolle auf, dass das ein richtig schönes, dickes Knäuel ist, so wie ihr das hier gerade seht. Dann nehmt ihr das Band und knotet es hier zusammen und richtig festziehen, dass sie wie eine Acht richtig gut zusammengezogen ist. So. Wenn der Knoten drin ist, erst dann zieht ihr die Wolle von der Gabel und schneidet auch hier wieder die Schlaufen. Braucht man eine gute scharfe Schere dafür. Möglichst alle Schlaufen im Nachgang nochmal kontrollieren, ob ihr hier wirklich auch alle Schlaufen erwischt habt. Auf. So, machen wir auch mit der zweiten Seite. Auch hier seht ihr, sind noch nicht alle aufgeschnitten, also nochmal nach. Zack. Den Pfiffi etwas schütteln und auch dann wieder anfangen,
Hier haben wir noch ein paar vergessen. Das Teilchen zu frisieren, was wieder bedeutet, wir schneiden die überstehenden langen Stücken ab und versuchen uns möglichst rund zu halten. Das macht immer gar nichts, wenn man nochmal nachschneiden muss. Das dauert eine Weile, ne? Und immer noch eine Ecke ab und dann nochmal angucken, nochmal schütteln. Und wenn ihr das dann lange genug gemacht habt, dann habe ich was vorbereitet. Sieht das Teilchen so aus. Das eignet sich übrigens auch hervorragend, um damit Weihnachtsgeschenke zu dekorieren oder ja, es irgendwo an andere Reißverschlüsse dran zu hängen. Und dann nehmen wir uns sozusagen unsere Tasche her und knoten die kleine Bommel. Die kleine Bommel. Müssen wir nochmal gerade schneiden. Die kleine Bommel. Hier durch. Einen einfachen Doppelknoten. Na, das ist jetzt ja hier eine Herausforderung. Und fest. So. Könnt ihr auch noch ein bisschen kürzer machen und dann habt ihr auch hier eine ganz einfache Hilfe, um euer Täschchen einfach auf und zu ziehen. Und et voilà. Einmal kurz aufgeräumt. Haben wir unsere beiden Teilchen, die wir genäht haben. Wie man aus Fingern, Wolle und Gabel lustige kleine Pompons macht, das habe ich euch jetzt gerade gezeigt. Und wie man aus einem solchen Stück Pappe lustige Quasten macht, dann schaut doch bei mir im Shop vorbei. Da gibt es ganz viele hübsche Nähsets, Kissen, da sind Bommeln und Quasten dran. Und ich würde mich freuen, von dem einen oder anderen von euch per Mail zu hören. Und das würde mich sehr freuen. So, wir haben in dem Workshop heute Federmappe und Kosmetiktäschchen genäht. Da habt ihr eure wunderschönen Stickereien drin verarbeitet. Was man aber auch machen kann, ist, die werden uns noch eine Weile erhalten bleiben. Und ihr könnt also diese Stickereien durchaus auch als Masken verwenden oder benähen. Das heißt, ihr hättet das dann hier so auf der Seite. Ich habe gehört, ihr habt auch geplottet, also auch Plot kann man sozusagen auf die Maske drauf bügeln. Und dafür eignet sich dieser Schnitt. Und um an den Schnitt ranzukommen, kann ich euch nur raten, kauft stylische Masken bei uns, bei Anke im in der Fashion School Wildau oder bei mir, bei Fräulein Misi, denn da ist der Schnitt mit drin. Und ihr tut ein gutes Werk und support your local, sage ich nur. Hashtag. Und jetzt habe ich noch eine Empfehlung für euch. Weihnachten steht vor der Tür und das Fest der Liebe und wir schenken mit Liebe und wir schenken natürlich auch ganz viel und ganz doll gerne, weil Schenken glücklich macht und auch beschenkt werden glücklich macht. Und blöd, shoppen ist gerade nicht so cool. Also, was macht man? Man geht online. Aber wir wollen mal nicht das große A bedienen und auch nicht das große Z bedienen, sondern die Kreativen aus Zeuthen, Wildau und Eichwalde haben sich zusammengetan. Und die Lönnebergers, die haben eine ganz coole Aktion ins Leben gerufen, nämlich den virtuellen Weihnachtsmarkt, den Zimtsternmarkt. Auf dem Zimtsternmarkt findet ihr ganz viele tolle Plattformen, auf denen man selbstgemachtes und selbstkreiertes aus der Region kaufen kann. Also, schaut vorbei auf Lönneberger, auf www.zimtsternmarkt.lönneberger.rocks. So, ihr seht, die Taschen sind fertig, super schön geworden, tolle Taschen und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch auch immer sehr gern an Jakob wenden, wenn ihr tolle Logos nähen wollt, sticken wollt, plotten wollt, um dann sozusagen das in kreativer Näharbeit umzusetzen.
Genau, wir haben heute ganz coole Sachen genäht. Ich habe genau Schritt für Schritt gesehen, wie das gemacht wird. Nochmal einen herzlichen Dank an Anke und an Dani. War ein super cooler Workshop. Das war es eigentlich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns beim nächsten Workshop nächste Woche. Tschüss. Danke, tschüss.